Freunde der Knallhart-Action, willkommen zurück hier bei Dark Souls 3 im NG+. Wo sind wir? Wir sind immer noch in der untoten Siedlung, haben hier gerade die drei Gulaschträger fertig gemacht und jetzt geht's weiter hier vorne zu der Kirche, wo auch der Nebel momentan noch ist. Wobei, der dürfte da eigentlich gar nicht sein. Also das irritiert mich gerade wirklich. Naja gut. So, was ist mit dir? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion. Then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Erinnert mich an ein schlechtes altes Lied. Hieß, glaube ich, Time to Time oder so. Naja, gut. Lassen wir den mal quatschen. Oh, Moment mal, warum ist denn jetzt hier dieser Nebel? Also hier stimmt gerade was nicht. Der ist hier normalerweise nicht. Also irgendwas stimmt hier gerade tatsächlich nicht. Normalerweise kann man in diese Kirche reingehen. Aber das ist auch so ein Fehler, den ich schon ein, zweimal hatte. Dass auf einmal so ein Nebel war. Und wenn man dann irgendwie weggegangen ist und wieder hergekommen ist, dann war der wieder weg. Und ich denke mal, wir müssen jetzt einfach mal kurz einen Bonfire benutzen und danach sollte sich das erledigt haben. Ich hoffe es zumindest. Die gute Frage ist, welches benutzen wir jetzt? Ich denke mal, ist das da oben am kürzesten oder hier unten? Nein, wir gehen mal hier unten durch die Kanalisation. Und dann hoffe ich, wenn wir gleich hier wieder hin sind. Wobei, vielleicht müssen wir auch einfach nur mal da hinten kurz triggern. Schauen wir mal. Wir schauen mal. So. Düm, 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 düm. Jetzt seht ihr nämlich gleich auch, warum wir in die Kirche müssen. Und zwar seht ihr hier schon den ganzen Spitzenfehler, die nicht so aufgestellt sind, als ob sie jemanden davon abhalten würden, reinzukommen, sondern genau, die bringen alles um, was hier rumläuft. Inklusive uns. Bei uns bringen die gerade gar nicht um. So. Naja, gut. Also solange uns keine Gefahr droht, laufen wir jetzt einfach hier mal rum. Aber wir müssen gleich noch in der Kirche, weil beim ersten Mal habe ich da total was verhauen. Da wartete mich ein NPC mit einer Storyline und beim ersten Mal, der kam hoch und ich so, oh fuck, was ist er denn für einer? Und habe natürlich drauf losgeknüppelt. Und anstatt irgendwie nach dem zweiten Schlag zu sagen, okay, vielleicht ist der ja doch nicht böse, der wehrt sich nicht, habe ich gedacht, jetzt, wo du die Chance hast, hau ihn zu Brei. Irgendwann ist er dann doch böse geworden und hat uns zu Brei gehauen, also mich. Und das war dann gar nicht schön. Und danach konnte ich ihn leider auch so schnell nicht wieder milde stimmen, weil ich da noch nicht wusste, wo der entsprechende Ort ist. Ja, und dann bin ich halt gestorben. Deshalb müssen wir eigentlich auf jeden Fall da noch rein. So, aber erstmal hier alles aufsammeln, was hier so rumliegt. Da oben ist doch auch noch was. Untoter Knochensplitter, ja. Damit kann man normalerweise auch sein Estus Flakon verstärken. Aber auch das werden wir wahrscheinlich nicht können. Denn wenn man schon nicht mehr als 15 haben kann, wird man die wahrscheinlich auch nicht noch stärker machen können.
Davon gehe ich jetzt einfach mal ganz fest aus. Sollte es doch funktionieren, freuen wir uns einfach. Wir werden es natürlich gleich einmal ausprobieren, wenn wir das nächste Mal am Schrein sind. Auf Wiedersehen. Es gibt Schönes. Arbeiterhandschuhe, ja natürlich, darüber freuen wir uns. Über die guten alten Arbeiterhandschuhe. So, wie ging es nochmal darüber? Da müssen wir natürlich auch irgendwie hinkommen. Ich meine von hier aus. So. Eine Großsense. Und dann, was kommt hier dahinter? Zeit für Springen. Zeit für Springen? Hm. Nee, so weit kommen wir nicht, oder? Ah, die Frage ist, sollen wir das riskieren? Sollen wir mal dahin? Nachher gibt es keinen Rückweg mehr. Nee, das ist auch viel zu hoch. Ich glaube nicht, dass wir dahin müssen. So, und hier hinten ist irgendwo noch ein Eid. Den müssen wir unbedingt finden, bevor wir hier reingehen, weil sonst ist Ende im Gelände. Ich möchte ihn nicht nochmal verpassen. Hier sieht es natürlich typisch nach einer scheinbaren Wand aus, aber ich habe hier leider keine gefunden. Also machen wir das gute Tor hier auf. Und nur eins. Hier hat man es vielleicht gerade gemerkt. Hier war gerade schon ein bisschen was am Ruckeln. Ist ja schade. Also auf 60 Frames braucht man hier nicht zu hoffen. Und auf ganz ruckelfreies Spielvergnügen kann man hier leider auch nicht hoffen. So, da vorne ist noch ein kleiner Hund. Und dann haben wir eigentlich alles weggemacht, was es hier so gibt. Und dann gucken wir mal jetzt, vielleicht haben wir ja was getriggert. Ich möchte unbedingt in diese Kirche rein. Und wenn es dann nicht funktioniert, müssen wir echt nochmal schauen, ob wir irgendwie vielleicht ein Leuchtfeuer nutzen können. Und dass es danach funktioniert. Ja, da ist immer noch der Nebel vor. Echt nervig. Also zurück, Leuchtfeuer ausprobieren. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. So, also erstmal runter. Schön rüber zur anderen Seite. Düm, 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 düm. Und jetzt da oben hatten wir ja das Leuchtfeuer. Da würde ich sagen, das ist jetzt... Ach nee, hier vorne haben wir doch schon das Leuchtfeuer. Ich bin ja auch gerade ein bisschen dösig. Also mal schnell ausprobieren. Und jetzt sind zwar die Gegner wieder da, aber ich hoffe, dass... ...dass natürlich auch der Nebel verschwunden ist. Ansonsten weiß ich echt nicht, wie wir das machen sollen. Ich möchte unbedingt in die Kirche rein. Weil da auch tatsächlich eine Storyline wartet, die ich bisher nicht gemacht habe, weil, ich habe es ja erwähnt, ja, ich war ein bisschen döse, ich habe den NPC erschlagen. Aber dafür haben wir die Michelin-Kleidung. Ist ja auch irgendwo was. Aua, ihr mit eurer Mistgabel. So. Vorne auch mal wieder schön hier. Die Gulaschkanonenträger. Eins, zwei. Und da hatten wir keine Stamina mehr. Schlau wäre gewesen, wenn wir gewartet hätten. Schlau steht aber heute nicht auf dem Plan. Also nehmen wir das, was wir gemacht haben. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier,
5, 6, 7 und auf Wiedersehen. Nicht immer der spannendste Weg, aber oftmals der sicherere Weg. Ah, wunderbar. Ja, aber das ist jetzt ganz ehrlich nervig. Also jetzt stellt euch mal vor, ihr seid jetzt irgendwie neu. Das ist auch was, also ich weiß nicht, ein paar Mal vorgekommen ist. Und meistens konnte man es dadurch beheben, wenn man weggegangen ist und später wieder dazugekommen ist. Oftmals kommt es auch in den Feuerbandschreien selbst vor, dass die Ausgänge durch den Nebel blockiert sind. Und wenn man dann irgendwie eine Runde dreht oder sich nochmal ins Leuchtfeuer setzt, dann hat sich das erledigt. Aber jetzt stellt euch mal vor, ganz ehrlich, diese ganzen drei Gulaschdinger, die habt ihr fertig gemacht. Und dann denkt ihr, oh, cool, endlich, ihr habt noch genug Estos und alles ist gut und dann kommt ihr hin und kommt nicht da rein. Ja, scheiße, ne? So, und hier vorne kommt nämlich gleich was. Eigentlich würde ich jetzt am liebsten die Waffe wegstecken, dass es mir nicht nochmal passiert. Da kommt mich das Michelin-Männchen. Und am ersten Mal habe ich natürlich direkt drauf rumgeknüppelt. Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegwert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up, and that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Ja, er hat mit einem alten Dark Souls-Problem zu kämpfen. Es gibt hier natürlich zwei Fahrstuhl-Etagen. Wir lösen den einen jetzt mal auf. Und dann kommt der andere nämlich runter. Und mit dem fährt man dann natürlich schön nach oben. Wir gehen natürlich gleich auch noch nach unten. Aber jetzt erst einmal gucken, ob ihm das hilft. Mal gucken, ob er das jetzt merkt oder so. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, wie man das lösen soll sonst. So, Moment. Hier vorne ist nämlich irgendwo der Riese. Oh Riese, rede mit uns. Okay, das wird nicht zurückgesetzt. Wir haben ja jetzt schon im normalen Spiel mit ihm geredet. Ich habe mich nämlich gerade schon gewundert, warum wir nicht mit den Pfeilen beworfen werden. Aber offensichtlich bleibt das erhalten aus dem normalen Spiel und wird eben nicht zurückgesetzt. Okay, also können wir nicht mal mit ihm reden. Kurze Erklärung, normalerweise kommen wir hier hoch und dann sagen wir, ey, ich meine, du bist ja ein cooler Typ hier mit deinen ganzen Pfeilen, die ewig irgendwie nicht zu Ende gehen. Aber hättest du nicht Bock, uns einfach in Ruhe zu lassen? Und dann sagt er, ja klar, kann ich machen. Ach, jetzt muss er irgendwo anders stehen. Irgendwo ist er jetzt hier. Jetzt müssen wir nur noch finden, wo er ist. Ach, da vorne. Wah! So, Moment. Wo ist er denn jetzt? Ich habe ihn doch gehört. Ich bin doch jetzt ja nicht dösig, oder? Sein komisches Also, wo ist er denn jetzt? Ich will jetzt unbedingt... Ach, da vorne ist er. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ich will jetzt mit dem reden. Aber wir kommen jetzt nicht dran vorbei, ohne diesen Gegner fertig zu machen. Und wahrscheinlich ist genau das, was irgendwie jetzt eine Quest gibt. Also die Frage, laufen wir einfach einmal dran vorbei oder so.
should have waited. Well, it's too late now. Jetzt habe ich mich auf die Quest konzentriert. Ach guck mal, er kämpft an unserer Seite. Aber das ist ja eigentlich gar kein Problem. Wir machen ihn schnell fertig. Und dann hat das gar keinen Sinn mehr hier. Zu uns aufregen. Und da müsste es schon gewesen sein. Ist es das gewesen? Jawohl! Feuriger Edelstein! I'm so happy! Und da sitzt das Michelin-Männchen wieder. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Siegbräu. Your valor, my sword, and our victory together. Long may the sun shine. Cooler Typ. Anstoßen. Ah, okay, cool. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Der brennt ja ein bisschen. Aber jetzt nicht mehr. Cooler Charakter. Echt schade, dass ich das beim ersten Mal nicht mehr miterlebt habe. So, dann können wir nämlich das hier auch noch schnell erledigen. Und danach können wir nach unten in der Kirche. Das wird ja auch geschehen. Ich glaube nicht. So. Hier sind ja überall solche Dinger. Schon ekelhaft, wenn da so ein Baum oben aus dem Kopf rauswächst. Also manchmal frage ich mich auch ganz ehrlich, was das für Leute sind, die Dark Souls entwickeln. Ich meine, da muss man natürlich schon ein bisschen skurrilen Geschmack und skurrile Ideen haben, um auf so ein Level-Design zu kommen. Also ich meine, stell mir gerade so vor, wie da jemand so sitzt und so, ja. Also ich meine, die Kreaturen, das ist ja noch irgendwie ganz lustig, aber so, irgendwie so drauf, ich meine, so ein Baum könnte ja aus dem Kopf kommen und irgendwie fünf Arme und keine Ahnung was. Übrigens auch eine sehr nette Geschichte. Ich bin da nicht ganz so drin, aber wer sich mal mit der Lore von Dark Souls 3 beschäftigt, viele der Sachen, die man hier so sehen kann, die lassen sich auch wirklich auf echte Gebäude zurückführen, also wo sich die Entwickler dann inspirieren lassen haben. Finde ich eigentlich wirklich eine super coole Sache. So, was war denn hier nochmal? Ich meine, gut, bei den meisten Sachen sieht man natürlich gut, das soll eine Kirche sein. Und auch bei vielen Gegnern sieht man natürlich, dass das von den katholischen und evangelischen Glaubensgemeinschaften so ein bisschen inspiriert wurde. Also man irgendwie dann sieht, dass sie hier so eine Prozession abhalten, auch wenn dann irgendwie anstatt ein Kreuz irgendwie so ein flammendes Ding getragen wird und so. Ja, aber trotzdem, bei einigen Ideen muss man sich echt fragen, ey, cool, da muss man erstmal drauf kommen. Also Respekt und ein bisschen Angst vor den Entwicklern. Natürlich kommt ihr gleich im Zweierpack. Und nochmal ein Köderschädel. Das grüne Symbol übrigens unter den Icons bedeutet, dass der Köderschädel nicht mehr im Inventar gehalten wird, sondern in die Truhen gelegt wird. Am Leuchtfeuer kann man auch jedes Mal auswählen und beziehungsweise die meisten Sachen werden automatisch, eigentlich alles wird automatisch nachgefüllt. Zum Beispiel auch bei den Pfeilen, da kann man 200 Stück von kaufen. Und 100, ich habe doch gesehen, dass du echt bist, ich wollte doch zuhauen. Und 100 davon werden halt jeweils ins Inventar geladen, also 99, und die restlichen kommen dann eben in diese Truhen, und wenn man sich dann ins Leuchtfeuer setzt, dann werden die wieder nachgefüllt und man muss nicht jedes Mal zurück zum Schrein. Warst du jetzt... Ja, Vorsicht vor Falle, ich wollte gerade fragen, warst du eine böse Truhe? Offensichtlich schon. Na, ist ja gelogen. Ist nicht gelogen. Ja, aber mit der Falle werden wir fertig. Wunderbar. Und was gibt's? Einmal menschliches Haar. Leider kann ich das hier alles nicht auf meine Waffe anwenden. Deshalb habe ich die ganzen Gegenstände noch. Ich hatte, glaube ich, kein einziges Mal eine Waffe, wo ich die Dinge hätte anwenden können.
Oh, was steht da denn? Natürlich hat er mir meinen Finish-Move nicht erlaubt. Nein, was ist das denn? Oh nein, wir sterben! Wir sterben, wir sterben! Ich will nicht sterben! Stirb du lieber! Das macht viel mehr Sinn. Stirb du auch! Wow. Ja, diese Dinger, die sind echt nicht ohne. Mensch, 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 Mensch. Da war ich gerade so schön wieder drin und dachte, hier kann uns gar nichts was anhaben. Und dann kommen diese zwei fetten Viecher, wo ich auch noch so schön gleich mal eine fette Attacke gestartet hatte. Aber wenn die dann anfangen zu brennen und ich umarm, dann hat sich das schnell erledigt. So, was ist hier oben noch? Ja, hier ist, glaube ich, sonst nicht mehr viel. Ach, da vorne geht es gleich noch weiter. Da geht es wieder zu einem Turm. So. Ist da oben irgendwie noch was? Ein Dach komplett ohne... Nee, hier vorne ist doch was. Sogar ein Ring. Wunderbar. Und dann geht's hier runter. Was steht da? Schatz voraus, hier ein Schatz. Gold und Silber für die Ewigkeit. Und hier sehen wir... Oh, hier kann man sterben. Kann man sterben? Zeig mir, wie man sterben kann. Ja, man kann sterben. Darum gehen wir einmal kurz rum. Schauen, ob hier noch irgendwo was liegt. Natürlich liegt hier noch was in Heimatknochen. Und das war's. Und zwar auch mit der Episode. Wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Vielen Dank.